Das gerade fertiggestellte Pirateninselhotel ist im Legoland Deutschland Ressort in Günzburg die erste Attraktion. Schauspielerin Natalia Wörner und ihr Sohn Jacob Lee gehörten zu den ersten Gästen. Und bevor für beide der Tag richtig losging, musste natürlich erstmal das riesige Piratenschiff erkundet werden. Dann sollte es für beide rund gehen. Schließlich galt es, die zweite Attraktion zu eröffnen. Das große Lego-Rennen bietet die erste Lego-thematisierte Virtual Reality-Achterbahn in Europa. Die wollte Familie Wörner natürlich auch selbst ausprobieren, zumal die Schauspielerin ein Achterbahn-Fan ist. Super, aber es war jetzt auch keine Achterbahnfahrt, wo einem der Magen wegsinkt, muss man auch sagen. Ich glaube, das war, ist auch toll in dieser Mischung, einfach diese virtuelle Welt sich anzugucken, in der sich frei zu bewegen und das Gefühl zu haben, 360-Grad-Winkel zu erleben, wo man sozusagen in einer Welt ist, die man so natürlich nicht kennt. Und das ist, glaube ich, für Erwachsene auch aufregend, sich in so eine Welt zu begegnen, die für Kinder viel, viel leichter zugänglich ist wie für uns. Ja? Das ist verrückt. Sohn Jacob Lee ist schon Kartrennen gefahren. Sein fachmännisches Urteil. Also das mit der Brille war richtig, richtig cool. Es war auf jeden Fall richtig spannend und ich habe richtig viel Respekt für die Menschen, die das gemacht haben, weil es dauert bestimmt Ewigkeiten. Für die Schauspielerin hier mit ihrem Sohn und ihrem Neffen werden auch privat gemeinsame Familienunternehmungen großgeschrieben. Ist natürlich total wichtig, zumal mein Sohn zum Beispiel am liebsten unter anderem auf dem Land ist. Und da ist dann gar nichts mit digital, sondern eher mit Natur. Zum Glück gab es auch davon bei strahlendem Sonnenschein reichlich zu genießen.